Hallo und wieder herzlich willkommen beim neuen Part von Ahead in Time mit dem guten Headkit, was wieder die Speedrunner-Kappe auf hat und das Bunch, dass man irgendwie Sachen da, die ganzen Collectibles ansaugen kann. Das ist ziemlich nice. Wir sind hier stehen geblieben, weil ich der Vermutung war, dass hier wahrscheinlich gleich ein Endboss anfängt und ich denke, ich werde recht haben. Oh, ah, fast. Aber wir können uns hier noch vorbereiten. Puff. Da ist er. Oh. Hey. Checkpoint. It is you. Yep. Ever since you landed in Mafia Town, it's been raining with timepieces. You must be very lost, kid with the hat. I haven't seen timepieces for over 100 years. In any case, this piece belongs to the Mafia. If you want it, we'll have to settle it in true Mafia style. Lights! Action! It is showtime! Oh. Er will wohl kämpfen. Wow. You're no match for me! Supercharge! Fuck. Supercharge! Whoa! 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 Boom! Whoa! Hey, bleib doch mal stehen! Bravo! Bow down! Mann, bleib doch mal stehen! Los, mach mich falsch! Autsch! Mist! Bravo! Ja! Ich hab ihn getroffen. Fuck. Fuck. I'm gonna get you! Oh, fuck! Okay. Mafia Ball. So, die sieht das einfach aus bei der Mafia. Jetzt wisst ihr Bescheid. Mann, wie soll ich das denn machen? Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Come on, roll up and hit him. Ja, oh Mann. Ich überleg gerade, wie. Ah. Nein. Ah, verdammt nochmal. Oh, das ist doch gemein. Komm schon. Ich muss da irgendwie drauf. Ah, scheiße! Ah,
Geht doch. Ultra Charge! Mega Charge! Alter, what the fuck? Ey, jetzt steh doch mal auf! What the fuck? You're no match for me! Scheiße! Bow down! Ultra Charge! Alter, wie gemein! Mega Charge! Scheiße! Das ist gemein. Ultra Charge! Mega Charge! Scheiße! Charge! Mega Charge! You're no match for me! Ultra Charge! Mega Charge! Ach, verdammte Scheiße nochmal. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Supercharge! Alter, was für ein Assi-Gegner. Das ist der erste Endgegner, ey. Alter Falter. Boah. Boah. Alter Falter. Hey! What? So what do these things do anyway?
Are they some sort of rare collector's item for nerds? Hey! Are they some sort of rare Wait. Huh? Whoa! What? Well, did you know about this? This is crazy! Do you even realize what could be done with these? We can make it so that you never got punched in the face by the Mafia that one time! We could beat up the Mafia, travel back in time, and then beat them up again! Ja genau, das macht man damit am besten. No, wait. We can make it so the Mafia never arrived on the island! Ja, das klingt schon etwas besser. Wait! Even better! We could be crime-fighting time travelers! Wait, what? This doesn't make any sense. You have all this power, and you're not gonna use it to fight evil? If you're not gonna use them to fight evil, then I will. I'm not gonna let this island remain as Mafia Town. I'll collect all the timepieces for myself! You have my word on it! Oh. Das ist schlecht. Was? Die blöde... What the fuck? Die hat mein Geld geklaut. Die Hälfte zumindest davon. Oh... Das ist assi. Das ist extrem assi. Wisst ihr, was auch assi ist? Dass ich da gerade in diesem Gegner bestimmt 20 Versuche brauchte. Das war echt nicht nett. Oh Gott. Okay, dann setzen wir jetzt mal die vier Dinger hier ein. We stored in the machine room. The chapter Battle of the Birds is now available. Cool. Nice. Cool. So ein neues Areal. Den Maschinenraum. Sieht auch extrem cool aus. Was ist das? This lever does literally nothing but after how bridged the nervy panel is when the power is on. It's stuck on really bright, actually. Okay. Mal hier. It's a bookcase. It's known as the cool word zone. Or a thing you can't even slightly fill yourself. Steven, you're... Never find a publisher, and all the time you spend in your study is time you could spend with your kids, depending on where you're from. Okay. Ah yes, the VGS-1, fastest, most complex supercomputer ever to be built. But it up? Boot it up? Yes. Yeah, powered on, a world of computing delight waits you. Pretty user, underfunded user, welcome to your home computer experience. Open application, fun. Internet, fun. Open applications, games. You have selected a text-based entertainment application. Yes. Oh, literally probably non-usual fun. I've selected Chris Leech Redbird. Find. You are Corgi, your name is... What the fuck?
Jetzt habe ich hier ein Text-Adventure gestartet, oder was? Okay, das ist strange. Hack on. Okay. Da muss ich mal meine Ruhe mit beschäftigen. Das scheint ein time-basiertes Game da drin zu sein, also so ein rundenbasiertes Spiel. Quantum Harmonies, it was pretty expensive, but okay. Was haben wir hier noch? Ah, wieder solche Kisten. Kisten, die nicht kaputt gehen. Radio. Auf der Line Audio Device. Net. Okay, gut. Hab ich mal ein bisschen geschaut, was die Zeit so sagt. Ich denke, wir kriegen noch eine Mission hin. Zumindest das, was wir zumindest mal in die Welt reinschaffen. Chapter 2, Battle of the Birds. Dann fangen wir direkt mal an. Dead Bird Studio. Oh, netter Name dafür. Sehen schon sehr sympathisch aus, die Kollegen. Jede Menge Autos. Movie studio is too big for the both of us, DJ Grooves. The movie should be made by real birds. You moon penguins are just gonna write some loud, noisy dribble. If I wanted a bunch of picnics to dance around while on birdseed, ha! I'd visit my grandchildren. Nonsense, darling, nonsense. You Owl Express birds are just gonna record another boring train-related western. You've done so for the last 10 years, darling. What? No, we haven't, you buffoon! Conductor, darling, this year we'll be winning the annual Bird Movie Award, as our new movie props will bring in the audiences. These shiny things fell from the sky. Hey. They will light our movie sets and fill them with glimmer. Meine. Oh, yeah? Well, this time around, we're also spicing it up with our newest movie props. These hourglass thingies will be the grand jewel in our train heist western. Oh, der hat sogar drei davon. What the what? You no good dirty picnics! You've copied our props! I would never, darling. Clearly you're the one who took inspiration in my flashy new props. Oh, that does it! Get out of here with ya! I've got a movie to record! Fine by me, darling. But we'll be the ones who win the annual Bird Movie Award. Mark my word. Okay. Strange enough. Oh, yeah? Let's see how well you do when you can't get into the reception. Oh, wait. Shutting the picnics inside the studio will force them to work harder. All right, time to go, Owls. Let's make our killer movie. Cool. Oh, and our receptionist, can you please close off that vent already? I don't want the smell of penguin to come anywhere near my crew.
Okay, strange enough. Unglaublich cool gemacht irgendwie. Hi, eine Pinguin-Crew. Don't tell anyone this, but before DJ Grooves became fascinated by movies, he actually ran a nightclub. I know, crazy, right? Who would have thought? Hey, watch where you're going, buddy. Don't get near DJ Grooves, aight? DJ Grooves means a lot to us, so we gotta protect him. Don't you think of anything, yeah? I'll be watching you, buddy. Eyes on you. Ah, die ist extrem geil gemacht. You're no bird, eh? Then what brings you to Dead Bird Studio? Before you answer, you should watch DJ Grooves' latest movie. It's real good, and I'm not being paid to say that. Honest. Nein, gar nicht. Ich definitiv nicht dafür bezahlt worden. Hey, little girl! You should join our DJ Grooves fan club. You get a membership card and everything. It's a real good deal for any movie-going bird. Okay, okay. Warte mal hier. Jede Menge Auszeichnungen, wie es aussieht. Wenn man sagt mir, wir kommen da rein. Okay, die beiden bekriegen sich auf jeden Fall ziemlich. Huh? You want that movie prop they carried in? Are you the kind of person that sells movie props on eBird? Hi there. I'm an express owl. Which really just means I ride the Owl Express that the conductor runs. I need to ride the train to get to work, but the conductor makes unexpected stops all the time. I have no idea why we're at a movie studio. I need to be at work in 15 minutes. Okay. I don't really get this feud between the conductor and DJ Grooves. Like, why does a train operator and a disco guy want to compete? We're all birds here, right? Shouldn't we cooperate? Das I don't eine know. I guess cooperating is kind of stupid. I guess. Yeah. Just ignore me. Nö, ich finde deine Idee eigentlich am besten. Mit dem kann man nicht quatschen. Und die Bach braucht wahrscheinlich yeah, den Posten. Sorry. Oder der. The conductor has said only birds are allowed past here. And he specifically said no penguins of any kind. I have no idea why. I'm just a passenger on his train. Whatever gets us back on the train faster. Okay. Hi, have you come to make another purchase? What hast du denn noch? Hold and release. Ja, PX for a beam attack. Geil. Ein beam attack. One more badge. Cool, wir könnten einen Spider gebrauchen. Okay, wir sparen uns das erstmal auf. I wanted to ask this reception guy a question, but he hasn't acknowledged me at all. But now I've been standing here for so long, it'd be awkward to start up a conversation. I really suck at interacting with other birds. Ah ja. Oh, hey, little chirper. They're recording right now, so no one's allowed in. We're only insured for bird staff. Letting you in would be a liability. Don't even think about sneaking inside. Nein, da würde ich doch niemals drauf kommen. Was ist denn hier? Geil, schon eine Sonnenbrille bekommen. Wie awesome ist das denn? ich habe jetzt die Sonnenbrille über der Sonnenbrille. Geht da noch mehr? Oh! Ups! Ups! Scheiße! fuck! Ich schuld dem Filmstudio jetzt 3000 von den Münzen. You see my fingers here? You see how they're snapping? That
is the universal bird sign for beat it. Oh, look, my fingers have taken a liking to you. Look at them go. Snap, snap, snap. You catch my drift? Ist das bescheuert? Fuck. Young lady, if I catch you in the studio, you'll receive a ticket so big you'll be in debt for years. Ja. Ist irgendwas drin? Nö. Okay. Boom. 10.000, what? Was zur Hölle? Ich wollte mich doch verarschen. So viel Geld habe ich doch gar nicht. Oh, bin da. Ja, nee, ist klar. Schaut euch das an. Das ist Geheimagentin. Sie hat jetzt den kleinen Finger noch. Oh, scheiße. Jetzt sind wir hier im Metal Gear Solid gelandet, oder was? Action! I can feel this take being perfect. Let's make this movie happen. Owls, in position. Action! Which scene are we on? 42? Cut! Oh. Ist ein bisschen teuer geworden. Wir schulden dem Studio jetzt 110.000. Auch gut. Oh, noch ein bisschen mehr. Wir sollten das Geld lieber ausgeben, bevor wir das würde ich schon zurückzahlen müssen. What the fuck, ey. Scheiße! Wir müssen ein bisschen aufpassen, unsere Lebensenergie, sonst... Oh, der Wecker klingelt. Ihr wisst, was das heißt. Ich mache jetzt für diesen Part Schluss. Aber ich finde, wir sammeln das Ding da noch ein. Ice Yarn, sehr geil. You required 8 Yarn to stitch. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einfach mal Schluss. Ich habe gerade wieder extrem viel Spaß. Ohne Witz, also mit der einen Endgegner von Part 1, von Chapter 1. Habe ich ein bisschen abgefuckt. Wie gesagt, fast 20 Versuche ungefähr habe ich gebraucht. Aber das Level ist schon wieder extrem unterhaltsam von allen Dingen, wie viel Schulden ich doch jetzt schon wieder habe. Das ist extrem hart. Na gut, wenn ihr wissen wollt, ob ich diese Schuld jemals abbezahlen kann und ob wir es schaffen, die Vögel zu vereinen oder unsere Hour Classes wieder zu bekommen, werdet ihr im nächsten Part erfahren, denke ich mal. Deswegen am besten einfach wieder mal einschalten. Ein Daumen nach oben wäre auch super geil. Und natürlich ein Abo nicht vergessen, wenn ihr noch keins habt. Ich verabschiede mich erstmal wieder. Arrivederci und bis bald. Tschüss.